Sheldon, wenn du ein Roboter wärst und ich wüsste es, du jedoch nicht, würdest du wollen, dass ich es dir sage? Kommt darauf an. Wenn ich erfahre, dass ich ein Roboter bin, käme ich mit der Tatsache klar? Ich erweise, obwohl das in der Science-Fiction-Literatur ja nicht geschieht. Okay, dann muss ich fragen, wenn ich erfahre, dass ich ein Roboter bin, wäre meine Existenz Asimovs Robotergesetzen unterworfen? Du bist ihnen möglicherweise jetzt schon unterworfen. Könnte sein. Hast du je einem Menschen Schaden zugefügt oder ist jemand aufgrund deiner Untätigkeit umgekommen? Natürlich nicht. Hast du dir je selbst geschadet oder zugelassen, dass dir geschadet wird, es sei denn, ein Mensch wäre in Gefahr gewesen? Also, nein. Annahme bestätigt. Was ist denn hier los? Das Internet ist vor einer halben Stunde ausgefallen. Außerdem ist Sheldon vielleicht ein Roboter. Und, wie lief's mit Leslie? Naja, wir haben versucht, uns zu küssen, aber die Erde hat sich nicht bewegt. Zumindest nicht mehr als die 300 Kilometer, die sie in der Zeit sowieso zurückgelegt hat. Oh, diese Stimmung kenne ich bereits. Das werden wieder zwei Wochen mit Selbstmitleid und nervtötenden Schmalzsongs und Anruf, mich soll mitkommen, mir im Tierladen Katzen ansehen. Ich fürchte, das ertrage ich nicht. Dann begib dich in den Ruhemodus. She said, you don't know me, you don't even care. Oh yeah. Oh, all ihr Götter. She said, you don't know me, you don't wear my chains. Oh yeah. Wow, ist das ein guter Song. Auf einer Begleit-CD für einen Doppelselbstmord? Oh, ich hoffe bloß, dieser Kratzbaum ist für dich. Ich weiß, was du denkst, aber dein Asthma habe ich nicht vergessen. Es gibt einen Katzengenetiker in San Diego, der hat ganz süße hypoallergene Schildpattkatzen gezüchtet. Leonard, hör mir mal zu. Ich denke schon über einen Namen nach und schwanke noch zwischen Einstein, Newton und Sergeant Fellstiefelchen. Denkst du ernsthaft, dein Bedürfnis nach einer Beziehung findet Befriedigung durch eine genveränderte Katze? Wäre möglich, wenn es eine süße kleine Kuschelkatze ist. Ach, ich bitte dich, Leonard. Das ist doch offensichtlich wegen Penny. Das ist vorbei. Die Frau ist nicht interessiert an mir und hat mich glatt zurückgewiesen. Also gut, hör mal. Ich schätze die Wahrscheinlichkeit, dass du hier eine sexuelle Beziehung mit Penny hast, genauso hoch ein, als würde das Hubble-Teleskop im Zentrum eines schwarzen Loches ein kleines Männchen entdecken, das mit einer Taschenlampe nach einer durchgebrannten Sicherung sucht. Nichtsdestoweniger sehe ich mich in der Pflicht, dich darauf hinzuweisen, dass sie dich nicht zurückgewiesen hat. Du hattest gar kein Date mit ihr. Du hast recht. Wir hatten gar kein Date, ich sollte sie einladen. Nein, das habe ich nicht damit sagen wollen. Sondern vielmehr, dass du dir keine Katze kaufen sollst. Nein, aber du hast recht. Ich gehe mal gleich zu ihr und lade sie ein. Oh, sehr schön, wir kriegen eine Katze.